Guten Morgen, ihr Lieben. Ich sitze im Auto und es ist arschkalt. Wir haben minus 1 Grad und arschkalt deswegen, weil ich nur Laufsachen anhabe. Ja, 31. Dezember und ich gehe laufen. Ja, ich mich meinem Laufziel nähere, also da, wo ich laufen gehen möchte, umso kälter wird's. Das kann doch nicht sein. Normalerweise ist das doch bei uns immer so kalt. Wir sind mittlerweile bei minus 3 Grad. Ich bin gespannt. Vielleicht bin ich doch ein bisschen dünn angezogen. Ja, ihr seht richtig. Minus 4,5 Grad. Ich bin gespannt. Also ich habe hier kein Pulver verstreut, also kein Puderzucker oder sonst etwas. Es ist wirklich raureif. Es ist kalt. Und ich mache mir jetzt mal warm, damit ich ein bisschen laufen kann. Bin gespannt, wie es wird. Bis gleich. So, ich sag mal so. Hier gibt es eine kleine Strecke. Aber wirklich nur 2,5 Kilometer. Aber ich kann sagen, es ist kalt. Aber es ist irgendwie auch angenehm. Aber ja, ich muss mich ja so langsam wieder steigern. Nachdem ich ein paar Wochen gar nicht laufen gegangen bin. Und es ist auf jeden Fall schön, es ist leer. Jo. Ja, damit ihr mal die Strecke seht. Da hinten lang und da lang. Und jetzt gehen wir mal runter an den See, um den ich hier immer laufe. Wenn ich mich jetzt nicht auf die Fräse lege. Ist auf jeden Fall toll. Sehr schön. So, jetzt bin ich wieder im Auto. Jetzt wird gleich schnell die Heizung angemacht, weil es ist wirklich, wirklich kalt. Also ich glaube, ja, ich hatte es ja vorhin gezeigt, 4,5 Grad unter Null. Jetzt geht's nach Hause. Und hier ist nochmal der Beweis. Minus 4,5 Grad. Ja, aber bevor ich jetzt nach Hause fahre, wollte ich euch noch zeigen, dass hier hinter mir, das wird hier der neue Wellness-Tempel in Hahn bzw. in Hilden. Ich glaube, da streiten sie sich hinterher. Wabali, eigentlich heißt es Wabali Düsseldorf, aber beide Städte, sowohl Hilden als auch Hahn, die unmittelbar nebeneinander liegen, gehören mehr oder zum Großraum Düsseldorf, sind aber unabhängig von Düsseldorf. Also ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Das ist richtig genial. Das ist an einem See gelegen, Naturschutzgebiet. Und ja, hier seht ihr freies Feld. Da hinten sind irgendwo ein paar Autos, da sind Pferde. Also wir haben es hier schon echt schön. Und ja, im Gegensatz zu Wuppertal ist es hier relativ ebenerdig. Also hier gibt es zwar auch so ein paar Anhöhen, aber hier kann ich ganz gut laufen, also ich als Laufanfänger und wie gesagt mit dem einen großen Ziel. Jo, und jetzt geht's ab nach Hause, frühstücken, duschen und dann gucken wir mal, was der Tag heute noch so bringt. Da seht ihr das Schild vom Wabali Premium Spa Düsseldorf. Joa, Düsseldorf ist halt groß. So, ihr Lieben, ich stehe draußen in der sibirischen Kälte nach meinem, wie hieß das? End of the Year Run, hat Katja das genannt. Ja, also das Jahr geht zu Ende. Ich freue mich auf das Neue. Das Jahr 2016 hatte viele Höhen, aber auch sehr viele Tiefen. Oh, jetzt gehen wir ganz entspannt ins neue Jahr über und sind neugierig auf das, was da kommt. Für 2017 wünschen wir euch alles, alles Gute, alles Liebe, dass sich all eure Vorsätze ja auch umsetzen lassen. Löst euch von dem, was ihr in diesem Jahr hinter euch lassen wollt. Schreibt es auf, verbrennt es um Mitternacht und schreibt euch aber auch auf, was ihr im neuen Jahr erreichen möchtet und schaut da alle paar Tage mal drauf. So manifestiert sich das in eurem Geist und so setzt ihr Himmel und Hölle oder besser gesagt alle Hebel in Bewegung, dass ihr das auch wirklich erreichen könnt.
Wir bedanken uns bei euch dafür, dass ihr uns in 2016 angefangen habt zu folgen. 2017 hat einige spannende Dinge für uns bestimmt parat. Und ja, jetzt wünschen wir euch alles Gute, kommt gut rein und wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.